Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze und willkommen zurück zum Affenkönig. Ziemlich affiger Name, aber weniger affiger Panzer. Wer diesen Panzer nicht kennt, es handelt sich hierbei um einen 121B mit einem speziellen 3D-Skin, den es auf affige Art und Weise vor ein paar Jahren mal in einer Auktion für Unsummen an Credits oder Gold gab, weiß ich nicht mehr ganz genau. Vom Gameplay her eher unauffällig, Standard 10er Medium, 350 Heatpen haut natürlich ganz gut rein. Bevor wir mit dem Video starten, noch Shoutout an Elgato. Die haben mir nämlich ein richtig tolles Keylight zugesendet. Das Licht, was mich hier quasi anleuchtet, und ich kann das hier über das Elgato Stream Deck an- und ausschalten. Dann seht ihr, wenn das aus ist, sieht einfach nach Grütze aus. Und wenn ich das wieder anschalte, oh, that soft baby skin. Danke Elgato, ihr seid die Besten. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So fährt man die Flanke an, ne? Genau so macht man das. Das ist ja witzig, wie ich sie Augen gespottet habe. So, 350 Heatpen, die dürfen jetzt für sich sprechen. Gezappel, Mann. Play. Der Renegade hat so Spaß. Ich zieh durch. Ah. Das tat kurz weh, aber passt. Alles in Butter. Frech die Leute, Heiler, wirklich. Leon stand noch dort, ne? Frage ist, steht er immer noch dort? Wahrscheinlich steht er immer noch dort. Wo soll er sonst sein? Gameplay vom Allerfeinsten. Super. Abo-Falle schlägt zu. Bin mir sicher, die ganzen Achter aus dem gegnerischen Team, die hatten gerade richtig Spaß. Nichts mehr zu holen auf der Flanke. Zwei halbtote Achter TDs ab rüber. Oh,
Hercules wartet wahrscheinlich schon in dem Gebüsch. Fehlt noch irgendein... Ah, Waffenträger ist noch nicht gespottet gewesen. Den hätte ich fast übersehen. Okay, never mind. Das ist doch noch nicht zu 100% durch. Da ist der Waffenträger jetzt. Das ist tatsächlich unangenehm jetzt hier. Ich könnte den Waffen aber wegjodeln, fällt mir auf. Mach ich mal. Base Dev wird schon kein Problem sein, das kriegen die Leute hin. Ja, der Waffen ist voll AP, das sind leckere Hitpoints. Ich fahr quasi da ran, zack, dann stehe ich direkt vor ihm und dann bin ich da auch ziemlich safe. Muss hier bloß gut rüberkommen, steht genau da in dem Busch. Spotten. Baum OP. Wow. Okay. So, jetzt einfach reinjubeln hier. Wow. Okay, wow. Wie schlecht willst du pieken? Ja. $10,000 combined, das freut sich die Gunmark. Gut, noch sind es keine $10,000, aber gleich. Kollege da an seinem Trajetto? Chillt er jetzt? Oder? Ist er abgehauen? Er chillt ja irgendwo in dem Gebüsch rum. Ja? Er chillt dort, ja. Dann chill mal, mein Guter. Was wird das denn jetzt? Sir, Sir, excuse you. Gute Runde, Leute. Gutes Game. 11,000 combined, nehme ich mit. Puh, gute Runde, ey. Aber das war auch einfach nur clean durchfarmen, ne? Stück für Stück weiter vorrücken und dann immer einen nach dem anderen mitnehmen. Genauso muss das. Konzentriert. Einfach nur Stück für Stück. Ne? Da geht es gar nicht darum, große Plays zu machen oder sonst sowas, sondern da geht es einfach nur darum, keine Fehler zu begehen. Sauber zu pieken. Das ist richtig so. 5 Leute mit 0, gut, den 8er, den kannst du echt keinen Vorwurf machen. Die haben da nichts verloren in so einem Match. Nice. Aye, kaum ist er wieder online. Schon gibt's eine Verlängerung. Auf die nächsten 27. Ich bin ja ganz schön alleine, fällt mir auf. Du kleiner Sack. Wo sitzt du denn? Da hinten.
Ey, TP, Einsatz. Runde vorbei. What the fuck? Ist aber irgendwie 121b oder wenn er mal loslegen kann, ist gar nicht so verkehrt. Ist die DPM jetzt so krass gut? Aber irgendwie habe ich hier alle so im Handumdrehen auseinandernehmen können gerade. Lag vielleicht auch daran, dass die Gegner nicht gut gespielt haben, aber irgendwie war das, kam mir das jetzt so total easy going vor. Weiß jetzt nicht, woran das lag. Rheinmetall fehlt noch, Rest war spotted. Jodel ich da jetzt einfach rein, ne? Von hinten. Fertig. Schlecht von mir. Sehr schlecht. Schießt den Face niemand von hinten. Debs a lot of CRs. Ich schwöre, meine Maus, Alter, die landet jetzt Müll. Eieiei. Ich will doch einfach nur reinzoomen, liebe Maus, und nicht rauszoomen, um in Third Person einen Pixel zu snipen. Schmutz, Alter. Ich wollte auf den Weak Spot zoomen. Was macht die Maus? Zoomt erstmal 3 Stufen raus. Ist wichtig. Na, was soll passieren? Fuck you. Stark der Tank, oder? Schon stark, das Ding. Wieder entspannt, einfach durchrasiert. Ich habe mich überhaupt nicht angestrengt. Ich habe einfach W gedrückt die ganze Zeit. Kein Problem. Das kommt davon, wenn man ein Mausrad und nicht Tastenzoomer ist. Nee, das kommt davon, wenn eine Maus einfach nur scheiß Qualität hat. Das ist der einzige Grund dafür. Wie man zoomt, sollte dabei völlig egal sein. Wenn eine Maus 100 noch was Euro kostet, dann sollte die eine Weile durchhalten. Aber das tut sie leider nicht.
Nice. Ja, das war ziemlich entspannt. Ich habe mich nicht anstrengen müssen. Ich bin einfach durchgejodelt, ne? Giga hässlich. Hey. Ja. Jagd ist ein Platoon, das heißt, dahinter könnte der andere Jagd stehen. Starpit, ei. Da ist ja der andere Jagd. T6, Gamer. Die Keiler-Armee, Junge, das gibt's doch nicht. Fortroni Pen. Ah ne, wie viel sind's? 375 Pen, ne? Ne, wie viel? 4. 350, ne, Moment. 350 Pen. Ich helfe dir. Lass sie kommen. Der muss ich zurückfallen lassen. Nur helfen, wenn er die reinzieht. Auch im neuen Jahr Grüße von Form PC Mai. Hinter den? Durch den Turm, Frechheit. What the fuck? Ober waren in dem Winkel, als ob. Lässt er seinen E7-Buddy da hinten allein. Soll ich helfen fahren? Bleibst du hier? Bleibt er hier. Thank you.
Warum fährt der IS-7 weg? Warum fährt der IS-7 weg? Oh, nicht sein Ernst, oder? Jetzt werde ich gedoubled. 2 Jahre schon. Warum fährt er weg? Lol, ist der komplett bekloppt? Hier habe ich einen kleinen Hügel. Die Arti, krank. Wir hatte TVP. Beide da hinten. Will ich da jetzt reinpushen? Eigentlich nicht, ne? Safe auf dem Weg zurück. Captain werden die nicht, weil die wissen, dass sie beide Low HP sind und ich sie beide killen kann mit einem Schuss. Ich fahre ihnen quasi jetzt hier durch die Mitte entgegen. Der T92 war der MVP der Runde. Der hat nämlich da den IS-7 zum One-Shot gemacht. Wusste ich, dass genau das passieren würde. Du Hund, aber ey, I'm not even mad, Bruder. I'm not even mad. Da konnte ich nicht mal was machen für oder gegen. Hat mir die Kette gezogen und mein Ding hat's komplett die Klippe runtergedreht. Wenn das Absicht war, dann Chapeau. Nice. Ah gut, nur 7k, aber trotzdem geiler Fight, ne? Richtig geiler Fight. Auch wenn das hier mit dem IS-7 und mit dem FV, T95 fast schief ging. Trotzdem richtig geiler Fight. So wird's gemacht. Alles klar, straight in den Turm rein, klasse. Monkey King Armor. Also gesagt, nicht vorhandene Monkey King Armor. Der Kollege weiß aber auch was mit seinem AMX, oder? Noch ein bisschen gefarmt, die beiden Heavys. Mal gucken. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich zurück. Ne? Nee, ich will ja nicht als Erster rein. Uiuiuiuiuiuiui. Oh, 430 U, Vorsicht! Ja, mit HE der EN100, was sonst? Ja, super kommt aus der Fahrt. Oh, jetzt eine gegnerische Art hier rein, wa? Das wär's. So, jetzt sind wir hier durch. Aha. Gibt's hier einen Weg drumrum? Ne, gibt's nicht, ne? Der ist ein richtiger Chokepoint hier, diese Brücke. Hör bitte auf, mich zu schieben, du Penner. Genau, fahr doch rum, klasse. Sehr gut.
Wo ging der denn hin? Come on. Hätte ja ein schöner Killshot sein können. Das ist ein gewichtiger Killshot gewesen. So, back to base. Oh, what the fuck? Der thront da oben mit seinen 50 anförmlich, ja. Der chillt einfach da. Ein 100 springt mal runter, ja. Ne? Was ein Gemetzel, Leute. So stelle ich mir das vor. Sehr geil. Ich gehe dem Ehren-100 helfen. WR betreibt man nicht. So ein Ehren-100. Surprise, Motherfucker. Auch hier wieder 232 Rammschaden. Ey, das ist echt krass, wie gut die EBRs mit ihren Rädern den Rammschaden absorbieren. Beziehungsweise wie viel Rammschaden die dadurch verursachen. Echt ekelhaft. Sehr gut. Ich meine, wir haben Hälfte unseres Teams da gerade verloren bei dem Push, aber es war witzig. Es war ein geiles Geramme, guter Fight. Props an die drei Jungs, die umgedreht haben. Und nicht blind in die Falle getappt sind. Unsere EBRs auch machen wir eben, sehr gut. Der Leo könnte da oben stehen. Hier liegt man links. BZ könnte auch schon auf dem Weg sein. 100 drüben ist isoliert. Am liebsten von hinten an den BZ ranfahren. Sehr gut. Hat sich auf jeden Fall bereit gemacht für mich, der Kollege. In die Mitte fahren wir. Ich fahr zurück. Ich helfe dem Ehrenhunde. Früher oder später wird er vom BZ und vom Udus gepusht werden. Oh Gott, was ist da jetzt? E50 am Sonntag da. Scheiße, ich komme eher in 100 halt durch. So, eher in 100. Ein von den beiden, ist mir egal. Irgendein. So, okay, er wird das machen. Ich halt. Aus schon nach dem BZ. Der sollte hier jeden Moment ankommen. Sehr gut, er rammt ihn tot. Junge, was eine Legende, der Ehrenhunder. Schön gemacht. Da ist er schon. Genau. Selber GG, Mann. Gut gemacht, mein guter Ehrenhunder. So, jetzt klatscht mal den BZ weg. Der kommt euch ein bisschen zu spät zur Party hier. Warum breiten wir ab an der Luke? Klassisch eher 100. Hast du da einen Vortritt, mein Guter? Ich hab den hinten, alles gut, ich hab den. Ich hab den, alles gut. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, ja, alles gut, ich hab ihn. Du klatschst den einfach weg. Sehr gut, Jungs. Also, weiter geht's. Komm, ich hab ihn, ich hab ihn. Fahr weiter, ist gut. Stehen alle in der Mitte, ich hab ihn. Ich habe ihn, falls er kommt. Alles gut. Fahr da weiter, ist doch gut. Du hast 1500 HP. Nicht so zaghaft. Da sind doch Schimmeln da hinten. So, was steht denn da? Ist komplett hinten lang gefahren. Oh shit. Das tut uns ein bisschen leid für den anderen Ehren-100. Sehr schön. Schön entspannte Runde, Chat. Schön entspanntes Game. Da funktioniert der 121B oder der Monkey King wirklich super, ey. Schön mit den Heavies mitfahren, nicht groß beachtet werden und die ganze Zeit schön das Heat swingen. Das ist ein Unikum-Wort. Das ist ein Wort, welches nur Unikums oder welches Unikums geprägt haben. Das Heat swingen. Sehr schön. Das war entspannt, oder? So stelle ich mir mein World of Tanks vor. Einfach mitfahren, ununterbrochen ballern und zum Schluss 8K Damage machen.
Nehme ihn mit. Nehme ihn mit. Sehr geil.